Wir müssen langsam Urlaub planen. Rojo, setz dich hin! Ja, setz dich mal hier hin, damit man dich nicht hört. Also bevor überhaupt irgendetwas anfängt, mache ich wahrscheinlich das Intro. Ay, loco! Was geht ab, Freunde? Wir haben 5 Uhr morgen in der Früh. Ich habe gerade das Argentinien-Spiel geguckt. Wir haben gewonnen! 1-0 gegen Brasilien. Ich habe schon das Italien-Trikot an. Denn wenn wir jetzt losfahren, wir haben 5 Uhr morgens, die ganze Reise über, bis wir in Ägypten sind, dann haben wir so circa 20.30 Uhr. In einer halben Stunde Italien-Spiel fängt direkt an. Ich vorbereitet. Wie ihr sehen könnt, viel Schlaf hatte ich nicht, aber zum Glück habe ich ein bisschen vor dem Argentinien-Spiel geschlafen. Was meinten Papa und Mama? Womit fahren wir? Van, ne? Zug? Ja. Ich bin am Paderborner Bahnhof angekommen. Und jetzt fahren wir erstmal mit dem Zug. Gleich noch ICE. Ich komme, Herr. Ich bin jetzt angekommen am Flughafen. Der sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Ich wusste nicht, dass der in Frankfurt hier so groß ist. FFM auch an sich eine coole Stadt. Außer der Bahnhof, der ist an sich ein bisschen verschmutzt vielleicht. Aber der Flughafen ist gut. Weiter geht's. Ja, Eigentor! Ich brauche noch eine Verteidigung. Ja! Oh nein! Ja. Kacke, Mando! Der hatte die Tür einfach schon zugemacht. Wir haben es gerade noch so geschafft. Perfekt. Ah, Junge. Wir mussten einfach rennen, wir sind die Letzten, Junge. Ja, Digga, und du wolltest ihn noch was zu trinken holen. Boah, wenn wir in Ägyptus ankommen, ich glaube, das erste, was uns erwartet, erstmal richtig dick Sonne. Ich glaube, es wird sogar zu heiß sein. Weißt du, was ich meine? Irgendwie haben wir das falsch eingeschätzt und dachten, dass uns Sonnenstrahlen erwarten, aber es ist schon dunkel. Wir gehen zum Hotel. Und wenn wir dann beim Hotel sind, kann es auch schon fast 21 Uhr sein. Dann checken wir natürlich erstmal unser Zimmer ab, schmeißen unsere Sachen dahin. Was dann das Problem wird, wir müssen uns richtig dick beeilen, um irgendeine Möglichkeit zu finden, das Spiel Italien gegen England zu gucken. Wir sind erstens zu spät angekommen für das Fußballspiel. Und zweitens ist das Hotel komplette Katastrophe. Wir überlegen jetzt gerade einen Hoteltransfer zu machen. Oder halt, die haben uns versprochen, bessere Zimmer morgen zu geben. Wenn man sich mal anguckt, was für einen geilen View wir auf diese Wand hier haben. Wow, einfach nur super schön. Um den Abend ausklingen zu lassen, mache ich nochmal so einen kleinen Abendwalk. Ich hoffe, man hört mich durch die Straßen. Er muss hier irgendwann nochmal rufen. Was will der? Hä? Nein, nein, danke schön. Nein. Hä? Nein, nein, danke schön. Danke, nein, nein, danke. Die Jungs sind hier auf jeden Fall sehr, sehr anhänglich. Sehr, sehr anhänglich, was das angeht. So, der will, dass ich in sein Taxi fahre. Der kann sich mal verpieseln, so, wisst ihr? Junge, verpiesel dich. Aber das ist generell oft so, wenn man, wenn Leute merken, dass du Tourist bist. Deswegen darfst du es dir eigentlich nicht anmerken lassen, aber... Man könnte gut denken, ich bin Tourist aus Europa. Ich habe Badeschlappen an. Naja, nicht die beste Kondition dafür. Aber egal. Thank you, man. You are from Italy, man. Grazie. No, yeah. From Germany. But Italy. You like Italy? Yes. I love Italy too, yes? Much. Yes, grazie. No. Italy is the best, bro. Yes, 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 sir. You know why? Why? Because before, you know Buffon. Buffon, where? This is the best man for me. Best man, yes, yeah. Yes, Buffon, good man. Aber Donnarumma auch, super, man. Juventus. Wallah, Krise. Yeah. For Italy, Juventus and Italy. For me, but as the best, sorry, forget all, Liverpool. Musala. Liverpool, yeah. Musala, we are in Egypt, right? Yeah, he's a legend here. Best man, bro. He got best to be a legend here, you know? Und dann gehen wir auch schon pennen, glaube ich. Richtig dick ins Bett fallen.
dann an dem ersten richtigen Tag, am Montag, werden wir, glaube ich, das erste Mal so richtig entspannt fett geschlafen haben. Ich hoffe nicht zu lange. Digga, du bist so einer, der zu lange schläft, ne? Sei ehrlich. Gerne. Das heißt, kann sogar sein, dass wir das Frühstück verschlafen. Ich sehe dich da irgendwie. Vielleicht frühstücke ich dann alleine einfach. Wir haben beide verschlafen. Also ich glaube, wir haben jetzt 10 Uhr noch was. Und es gibt kein Frühstück mehr. Und mein Bruder schläft jetzt immer noch. So, wir haben jetzt ein neues Zimmer bekommen. Wir gucken uns das an, beziehungsweise ich. Roger hat das schon gesehen. Roger, deine Bewertung, ohne dass du in der Kamera bist. Ja, kann man machen. Bin ich auf jeden Fall besseres. Junge. Digga, das ist so eine miese Lücke, Alter. Auf jeden Fall soll die View viel besser sein, die Aussicht. Besser als auf eine Wand zu schauen. Okay, ja, das Bad scheint dasselbe zu sein. Spiegel. Ja, das Zimmer an sich ist auch genau dasselbe eigentlich. Nur, dass es eine andere View gibt. Die schauen wir uns mal an. Ja, Junge, 10.000 Mal besser, als auf eine blöde Wand zu schauen. Man hat das Meer direkt vor sich. Cool. Pool. Am Montag sind wir uns einig, Bazaar-Abcheck. Bazaar-Abcheck. So, jetzt geht's ab zum Bazaar. Mal gucken, ob wir irgendwas finden, ob wir die ein oder andere Dribbeltechnik anwenden können. Ich bin für ja. Können Sie mich mal ohne Maske, keine Probleme. Ah, okay. Thank you. Ey, hier gibt's sogar Spongebob-Brillen, Digga. Das Kamera. Yes, Camera. I'm YouTuber, man. You know YouTube? Yes. Thank you, ne? Erster Laden gescheitert. Zweiter Laden gescheitert. Es ist so schwierig, hier irgendwie voranzukommen. Diese Straßen sind auch so gefährlich befahren. Jeder fährt einfach, wie er möchte. Das heißt, wir kommen hier die ganze Zeit auch nicht weiter. Wir sind hier gerade auf so einer Mittelinsel. Hier schnell rüber. Jawohl, geschafft. Und jetzt sind wir in den Gassen. Let's go. Jungs, ich sag euch ehrlich, ich wollte ein bisschen dribbeln und fragen, ob das original ist. Ich dachte, die sagen ja und so weiter. Aber die wissen ganz genau, wir wissen, dass es nicht original so mäßig. Wenn ihr mal anguckt, wie die Läden beworben werden, dann, Junge, guckt euch mal bitte diesen Laden hier an. Hier sieht man einfach, es juckt einfach keinen. Die haben einfach andere Marken hier drauf, um zu zeigen, ja hier, Fendi Store. Ich glaube auch Fendi Store, oder? Gut zu dir, kein Gürtel. Ich weiß, frag doch erstmal, was das für ein Preis ist, Digga. Digga, der Preis dribbel ich gleich runter, lo? Ja, frag erstmal, lo. Du darfst nicht auf zu interessiert tun. Frag mal so, wie viel ist der wert? Lass offen, so mäßig, so du guckst noch. Und dann so, wie viel ist der? Frag jetzt nebenbei, beim Gucken noch. How much does this cost? 12 Euro? From, we're from England. England, yeah. Yeah. So, what is you, in the Egyptian, how much Egyptian? 190. I'm continuing the vlog on English, bruv. Because you got a roll. You got to stay with the roll. You got to stick with the roll. You get me? How much? You can do a little bit lower? 190. 180? 180? Yeah. He got 75 with him. 100. Is this okay? 75? 175, okay. No, only 75. Oh, no, okay. Yeah. Okay, you. Thank you very much. Bye-bye. Dieser fake englische Akzent, was gibst du mir von 1 bis 10? 12. 12, Junge. Nous sommes des Français maintenant. Et en fait, parle comment ça va en anglais. Et j'ai dit que mon anglais est pas très bien. Ça, ouais. Peut-être mon frère va acheter quelque chose ici. Est-ce original? No, original. No original. I have in black color. What is black? What is this? Is this Louis Vuitton? It's Gucci. Ah, Gucci. How much is the belt? Can you make it? What? Make it quoi? Yes. Like this? Yes. It's what? Can I don't you make know. It walk? Or no? Walk? Say what walk? Can you make it colors? Like this? Ah, can if it's fit it? To me. Yes. Ah, okay, sorry. Man, he like this Gucci belt. How much is this? C'est pareil. C'est pareil. We only Egypt money has. Egyptian money. Yeah, okay. We only has. Euro, this 129. This Egyptian pound. Egyptian pound. Oh, it's original, laser. This original? Laser. Original, ah. Laser. Le jour. But thank you, man. L'accent français, c'était bien? Erfolgreicher Dribbel. Wir haben jetzt beide
die hier für so, ich glaube, jeweils unter 10 Euro sogar bekommen. Ist in Ordnung, weil das waren die teuersten Brillen, die sie hatten. Fake natürlich, klar. Rojo, willst du deine auch mal zeigen? Auch. Das war der erste stabile Einkauf. Yeah! Woo! Das Ding ist, hier in Hurghada gibt es auch übertrieben viele Katzen, die hier rumstreuen. Richtig traurig, aber auch richtig süß hier, wie die hier rumliegen einfach. In Deutschland gibt es gefühlt einfach gar keine Straßenkatzen. Hier gibt es auch richtig viele Hunde, die einfach ohne Besitzer sind. Und das tut auch manchmal einfach weh so. Man sieht einfach in deren Augen, dass sie auch einfach versuchen zu überleben, so nach Essen gucken und sowas. Voll traurig eigentlich. So Jungs, wir sind fertig mit dem Trip. Ich habe mir nochmal eine Badehose geholt und halt die Brille. Und mein Bruder hat sich die Brille und ein Juventus-Trikot geholt. Und ich habe noch was für die Ameise geholt. Erfolgreicher Bazar-Check. So Jungs, Tag 2 ist angebreakt. Und heute wird ein kompletter Pooltag, beziehungsweise Strandtag. Wir checken das heute ganz ab. Wir waren doch nicht am Strand irgendwie. Wir hatten keinen Bock, eine Liege zu reservieren. Und du kannst da nicht ohne Schuhe hin, weil es zu heiß ist, der Boden. Das ist einfach viel zu heiß, oder? Mhm. Jetzt sind wir noch duschen und jetzt gehen wir fressen. Essen, lecker. Und so sieht deine Teller aus. Schrott. Aber egal, hier das Essen ist eh nur zum Stopfen. Auf jeden Fall ist mein Geldversteck hier, damit nicht jeder sieht, wie viel Geld ich habe. Auch vor allem bei Verhandlungen ist das sehr wichtig, denn wenn die sehen, dass du das Geld hast, wissen die auch, dass du das bezahlen kannst. Deswegen, ja. So. Zweiter Tag ist angebrochen und es ist krank heiß. Rojo, heute sind wir auf der Suche nach allem. Wir haben einen Game Zone Laden gefunden. Digga, das sieht so falsch aus, ne? PlayStation. Allein dieses Logo. PlayStation. Cristiano Ronaldo, Messi, FIFA 15 Fotos. Kunstrasen. Eigentlich voll lustig so, aber Digga, dann kommt der richtige Eingang. Hey Leute, hier zockt man einfach oder was? What is this for a shop? PlayStation. You just play? Yeah, just you play. You play here? Yeah. Mm-hmm. FIFA or what? Yeah, FIFA. And Mohamed Salah, Mohamed Salah. Yeah. Voll cool eigentlich, ne? Digga, du zockst ja einfach PlayStation, FIFA, dies, das. Ja, PlayStation und einen Kaffee zusammen. Yeah. Bro, der war richtig korrekt, aber wir kommen nicht nochmal. No, no, thank you. Hä? For free? For free? For free? Yeah. Ja, no, no. No, no, it's okay. It's okay. We don't need, we walk. Smoke what? Smoke what? Cocaine? Cocaine? I don't need. Ahmed, yeah. My name Hamid. Hamid. No, no, it's okay. But thank you. Digga, der geht nicht mehr weg, ne? 1-0. 12. 3. What is this? Digga, der hat mir einfach seinen 10 Euro Samsung gegeben. Digga, das steht hier auf Arabisch. Ich verstehe das nicht mal. Ich verstehe kein Wort. Bro, I can't read. It's Arabic. Nah, it's okay, man. It's okay. Alaikum salam. Ey, wir haben so einen Vorteil dadurch, dass wir aussehen, als wenn wir Arabisch. So sind die Leute, ich will nicht sagen freundlicher, aber auf jeden Fall nicht so krass darauf aus, uns irgendwie abzuziehen. Da habe ich direkt Mitleid mit Leuten, die komplett europäisch so aussehen. Weißt du, was ich meine? Was ist dein Statement dazu? Ich würde genau das gleiche sagen eigentlich. Ich habe meinen Bruder gefragt, ob wir was essen wollten. Mein Vorschlag? Die gut bürgerliche Küche. Ey Mann, der Versuch einfach Deutsche an Land zu ziehen hat nicht geklappt. Schade. Oh mein Gott, er hat ihn getunnelt. Ich spiele auch mit. Can I play with you guys? Can I play with you guys? Can I play with you? Nein. Fußball. In Japan? No, from Germany. Yes? Okay. Digga, voll die Süßen ohne Spaß.
Wo ist der Doppelpass? Schieß mich einfach ab. Wir checken mein Bruder und ich noch ein bisschen die Hurghada Marina ab. Mal gucken, was da so alles abgeht. Ich bin gespannt. Das war der Eingang, der war auf jeden Fall fett, vergessen aufzunehmen. Und das Ganze sieht auch schon stark aus. Also besser als jede Gasse, die wir bisher hatten. Dann hier geht's, glaube ich, nochmal an dem Hafen vorbei. Oder halt, wo die ganzen Schiffe sind. 9D-Cinema. Ja, das Einzige, was ich mich frage, wie kommt man darauf, ein Kino 9D zu nennen? So wie, Junge, das geht gar nicht. Ein paar Spiele und dann ist da oben 9D-Cinema. Ich werde jetzt gegen meinen Bruder verlieren. 546, der Highscore. Digga, muss man so rausholen? Ich weiß gar nicht, Digga. Egal, das war's. Was ist der Highscore? Nein. Meine Ehre. Meine Ehre als mein Bruder, Digga. Ist einfach verloren. Scheiße. He's my little brother. Ich bin am Leiden. Ich kann kein Schmerz ertragen. Das ist auf jeden Fall auch sehr entspannt. Die ganzen Yachten, ich weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann auf der Kamera, auf jeden Fall sind es mehr als drei. Und dort hinten fängt dann das Meer an, beziehungsweise hier schon, aber da hinten ist dann nichts mehr. Sehr idyllisch, wird man im Deutschunterricht jetzt erwähnen. Wir gehen jetzt Quad fahren. Ja, wir sind jetzt hier im Schatten und fahren gleich dieses Ding hier. Digga, kann mir aber wer erklären, was das hier für Helme sind? Das sind ja wohl eher Bowlingkugel, oder? Ich verpasse die Erklärung. Seid ganz ehrlich, hättet die Angst. Deutschland hat ein Problem mit Kindern und Jugendlichen, die salafistisch und islamistisch erzogen werden. Werte wie Toleranz oder Religionsfreiheit lehnen sie ab. Ich glaube, jetzt hat man nicht mehr so viel Angst, aber ich höre auch nicht mehr so gut. Hört sich hohl an. Digga, ich sehe so sämmlich aus. Ich sehe so aus wie Kokosnusskopf von Nets ultimativer Schulwahnsinn. Wir haben ein wichtiges Rennen zu gewinnen, Freunde. Wir müssen das Rennen gewinnen für Michael Schumacher. Ich geb dem jetzt auch ein bisschen Potte. Ich glaube, ich geb dem alles, was ich habe. Okay, thank you. Thank you. No problem. Digga, hast du richtig? Pause, das heißt Dehnübungen. Jai. Nein, das ist 6,5. Und für dich? Aussicht ist aber auch sehr, sehr schön. Aussicht ist sehr, sehr nice. Weiter geht's. Digga, da gehen wir jetzt hoch. Der Typ meint, das sieht gut aus. Von hier hat man safe nochmal einen richtig geilen Blick auf alles. Soundcheck. Don't touch it.
Leben. Wir haben direkt gerade an der Bar Pizza bestellt, mit guter Aussicht auf jeden Fall. Das Lustige ist aber, dass die Pizza dann auch bestellt haben, wiederum bei einem Laden. Wir haben gerade gesehen, dass die Pizza eingeliefert wurde. Wir haben uns schon gefragt, warum das so lange dauert. Jungs, ich habe auch mal einen guten Kollegen kennengelernt und der ist einfach Franzose, aber nicht Franzose aus Frankreich, sondern Junge, Franzose aus Amerika. Digga, seit wann gibt's sowas, hä? Ton nom? Ilias. Bruder, der ist einfach Amerikaner aus, der ist Franzose aus Amerika, keiner versteht. Your Instagram? You want your Instagram? Oh yeah, yeah. Wait, I do the things. Jungs, der Bro streamt ab und zu, wenn er Bock hat, aber ihr könnt gerne sein Instagram abchecken. Ich habe ihm schon Deutschrap-Lieder gezeigt, unter anderem Lucio 101 und Luciano. How do you find the tracks, bro? I didn't think like it would be something crazy, you know? But once he fucking played the music, I had the eardrums busting. Bro, I was going crazy, bro. Yeah. They know how to rap in Germany. That's lit, though. That's lit. Und jetzt, Jungs, werde ich dem einfach mein Lied zeigen, mein Diss-Track an die anderen FIFA-YouTuber. So, wir haben jetzt AirPods drauf, Jungs, und hören rein. Oh, shit. This is fire. Yo, shit. This is on fire. Look at his hair. Look at his hair. What the fuck kind of cut, bro? No one knows. I know you dissed him right there, right? Yeah. You got a fucking hard out, yeah. Yo, the hook is fire. Yeah, you like it? I like it. It's a 30k special. That's why 30k. Oh, makes sense. Makes sense. What the fuck? Bro, the beat is fire too, bro. And the editing is fire too. Yeah. I like it, bro. I swear, I really like it. Like the little studio clips are fire, bro. Fire, bro. That shit, bro. That's some heat. You liked it, bro? That was some heat, bro. You liked it, bro? That's some heat. You liked it, bro? That shit was some hot fire, bro. Jungs, ich jump hier kurz runter, weil muss Cousin. Einfach durch Arschbombe machen? Ja, mach. Ich steh dann so nach dem Sprung dort oben und da kommt ein Security links zu mir und meinte Verbot. Und ich so, was Verbot? Was meint der? Ich dachte Verbot oder so. Ich so, scheiße, darf man nicht? Und dann guck ich so auf mein Bein und sehe einfach so, dass ich blute. Korrekt. Ich bin auf der Leiter, die dort hinten ist, hochgegangen und da sind halt so Korallen und so und deswegen ist das ein bisschen gefährlich, weil das alles so scharf ist und ich habe mich aufgeschlitzt. Oh, das brennt. Bro, I'm telling you right now, yeah, you have to go to Cairo, bro, like... Cairo with the Sphinx and shit? Yeah, the Sphinx, yeah. But like the pyramids... You were there? Bro, I was there like 2 days ago, fucking 7-hour drive, but it's fucking worth it, bro, I'm telling you. Bro, I'ma do it, bro! Yeah, you fucking love it, you fucking love it. Museum. Ich weiß nicht mal welches. Ich glaube, ich habe Ratars Gold gefunden. Das sind irgendwelche Goldschätze. Ich glaube, von dem Pharao Tut el-Shamun. Boah, guck mal, wie krass das hier aussieht. Mhm. Sehr interessant. Ja, ja. Sehr interessant. Sehr interessant. Sehr interessant. Sehr interessant. Sehr interessant. Aha. Mhm. Ja, doch. Interessant. Mhm. Wir gehen jetzt eine Fahrt auf dem Nil machen. Auf so einem Boot wie da vorne. Hm. Vielleicht sehe ich ein lila Krokodil. Mach 1 gegen 1. Ja, Peter. Jalla. Was? Where do you come from? Germany. Germany. Yeah.
Bavari? Do you know Bavari? You know what? Bavari. Bavari? Ah, in Germany? Germany. In Bayern. In Germany Bayern. We say Bayern. Yeah, yeah. Wie groß das ist, in der Kamera wahrscheinlich übertrieben klein, aber das Ding ist so riesig und das ist nicht die einzige Pyramide, die wir heute angucken. Wir gucken auch die Sphinx an und so, ja. Ich habe damals auch mitgeholfen, das zu bauen, deswegen kenne ich mich hier aus. Ich weiß nicht, ob es schon mal so heiß war, als ich hier in Ägypten war, aber die Aussicht ist es auf jeden Fall wert. Junge, wie big das ist, Bro. Dort hinten, die ist so weit weg und sieht noch so groß aus. In dieser Fisheye-Kamera wahrscheinlich richtig lächerlich. Aber das schmeckt die sich. Das schmeckt. Wir gehen noch näher. Wir gehen jetzt einfach direkt Kamele reiten. Und an eine Stelle, wo es halt übertrieben gut ist, Fotos zu taken oder irgendwie so. Mal gucken, wie die Aussicht aussieht nach der Kamelfahrt. Let's go. Ich habe gerade mega Angst. Weil keiner bei mir ist, Alter. Das ist komplett ungesichert. Der könnte ich jetzt runterschmeißen. Keiner wird's merken. Bei meinem Bruder ist auch keiner gerade. Oh, jetzt kommt einer. Korrekt. Der könnte jetzt in mich reinbeißen. Oh, Bro. Das ist ein bisschen sehr, sehr close. Das ist ein bisschen sehr, sehr close. Oh, ey, wow, chill mal. Hallo. Hallo. Ey, das ist ja so unkoordiniert. Warum bin ich der Letzte? Junge, ich hatte ich hab die Fresse von ihm in meinem Arsch. Oh, okay, jetzt ist es auf jeden Fall entspannter schon. Ja, am Anfang war es tot unentspannt. Jetzt geht es zum Glück. Direkt an der Pyramide vorbei. Okay, das sieht cool aus. Schon besser als Food Champions auf jeden Fall. Ist meiner so schnell? Der hat irgendwie Motivation hier gerade. Meiner, der, ich weiß nicht, meiner denkt, das ist ein Rennen, glaube ich. Ich nenne meinen Carlos. Carlos. Gut so, mach weiter so. Bleib ruhig aber, okay? Ruhig und gechillt bleiben, Carlos. Wie heißt aber deiner? Flash. Flash? Ja. Meiner ist Carlos. Der Platz ist einfach mega kratzig. Das ist so kratzig einfach an dem Bein. Er war die ganze Zeit an seinem Po, richtig? Hast du gesehen? Ja. Und nicht das erste Mal. Ja. Guck mal, Rojo, siehst du, wo mein Wasser ist? Das ist einfach direkt hier links. Oh, das ist wieder sehr, sehr close. Ich mag das nicht. Du musst einfach mit ihm reden. Ey, ich will ihm nicht treten. Ich will ihn nicht treten. Guck, Carlos hört das direkt. Ey, wenn es so schnell runtergeht, wird es richtig gefährlich. Ja. Oh, no. Bro. Nein. Oh mein Gott. Alter, war das Klaus. Ich bin jetzt von Carlos runter, Jungs. Carlos, gute Arbeit geleistet, Junge. Ich würde ihm gern Schulterklopfer geben, aber ich habe ein bisschen Respekt vor Carlos bekommen. Ja, am Ende wurde er ein bisschen sturig. Carlos, von weit entfernt. Super gemacht, Carlos. Weiter so. Irgendwann komme ich hierher und befreie dich. Vertrau mir. Ich hole dich da raus. Wir sind jetzt angekommen bei dem nicen Place. Seht ihr, hinter mir sind einfach so manche, die chillen. Dick ihr Leben. Die haben sich so eine eigene Vorrichtung gebaut. Und jetzt sieht man hier drei Pyramiden. Sehr nice aus. An dieser Pferdekarre, da merkt man einfach, wie groß die sind. Und die ist so circa in der Mitte, würde ich jetzt mal schätzen. Zwischen uns und den Pyramiden. Wow. Wow. Einfach wow. Jungs, ihr wisst nicht, was gerade rechts neben mir ist. Rechts neben mir ist gerade die Sphinx. AKA Lord Voldemort. Weil keine Nase dran ist.
so lustig manchmal, ne, in meinem Kopf. We can't go through there? I think you have to go all the way. No way! For real? Bro! Eines der Hauptmerkmale, warum ich unbedingt hier nach Kairo wollte, warum ich mit ohne Schlaf 7 Stunden hingefahren bin und jetzt hier schon voll viele Stunden chille. Aber ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal kurz Bilder machen. Der Typ nimmt auf jeden Fall die Mission auf sich und geht komplett außenrum anscheinend. Das mache ich nicht. Das schaffe ich zeitlich nicht. Die meinten irgendwie 10 Minuten. Das geht zeitlich gar nicht. Deutscher Rap ist wie die Sphinx, man kann sich nicht an der Nase hochziehen. So ein guter Mensch, ey. Jungs, ich bin hier gerade in so einem Duftladen und der meinte, Lothar Matthäus war schon hier. Wer war noch hier? Mohammed Ali, der Boxer. Und da meint er noch so, die Sendung mit der Maus war hier. Ich so, Junge, wer ist die Sendung mit der Maus? Weißt du, wer ist das? Ich dachte erstmal die Maus oder so. Auf einmal einfach der hier. Aber warum sieht er so fresh aus? Keiner weiß es. Christoph, Bro, wenn du das siehst, ruf mich an. Christoph, Digga, so sexy, Mann. Jungs, das war's. Wir sind nicht noch nicht näher an die Sphinx gegangen, aber an sich war das auch sehr, sehr nice, komplett der ganze Tag in Kairo. Das Problem war einfach nur ein bisschen die Fahrt. Also ich habe kaum geschlafen, es ging um 2 Uhr los und wir sind auch immer noch nicht da. Wir werden auch erst so gegen 1 Uhr, 2 Uhr wieder da sein. Das heißt, wir waren 24 Stunden weg und davor war ich 24 Stunden wach und ich habe vielleicht im Bus zusammengerechnet 2 Stunden geschlafen, aber es war trotzdem cool, ja, wow, ja. Jungs, es ist der letzte Tag, wir machen nochmal einen Antigen-Test hier in Ägypten, um rüberzukommen, PCR, keine Lust. Ist okay. So Jungs, wir sind heute am letzten Tag angekommen. Wir werden heute nochmal zum Friseur gehen. Ich gehe gerade rückwärts, weil meine Familie vor mir ist. Und ja, ich werde hier meine Haare schneiden. Ich habe ein bisschen Angst, aber ich glaube, dass er das vernünftig hinbekommen wird, wenn er denn sich Mühe gibt. Jungs, ich habe meine Haare jetzt gemacht. Eigentlich ziemlich fresh aus. Bisschen auf PNL angelehnt, diese französischen Rapper. Hätte ich auf jeden Fall sehr, sehr viel schlimmer kommen können. Der hatte Ahnung, hat auch übertrieben viel gemacht im Gesicht und so weiter. Maske, Bart, ja, die Haare sowieso gewaschen. Und das alles für 8 Euro oder so. Und allein die Seiten machen in Deutschland, nur die Seiten, mehr nicht, kostet bei mir 16. Hallo, Entschuldigung. Kauf wurde erfolgreich getätigt. Ich habe mir noch eine zweite Brille geholt von Prada. So eine, die ich überall anziehen kann. Sieht sehr, sehr nice aus. Kann man auf jeden Fall machen. Hier angezogen. Sexy, Junge, sexy. So, Jungs, gestern bin ich direkt pennen gegangen, nachdem ich mir noch ein paar Getränke gekauft habe. Sachen sind gepackt. Wir fahren jetzt gleich sofort los. Vorher muss ich mir noch ein Urlaubsgetränk gönnen. Das war schon mit das niceste Getränk, das sie hier hatten. Was es leider nicht in Deutschland gibt. Schade. Weil ohne Spaß, das schmeckt so nice. Und dann nochmal die Aussicht damit genießen. Urlaub war schon nice, ey. Der Urlaub war schon nice. Ich bin jetzt am Flughafen angekommen, Jungs. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Ja, der erste Urlaubsvlog. Wenn ich nochmal in Urlaub gehe oder generell irgendwann irgendwo hingehe, dann werden wahrscheinlich auch mehrere Vlogs kommen. Keine Ahnung, wie lange das Video ging, aber ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal bei einem entspannten FIFA-Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Lokitos. Remember when my niggas gon'